Naja, demnächst, was heißt demnächst? Nächstes Jahr im März soll ja auch GTA 5 für den PC rauskommen, habe ich ja nur schon mehrmals erzählt. Und das Geile daran ist, dass. Ach, das Logitoni Muku seiner. Das Geile daran ist, dass ich dann endlich auch mal hier mit so den Leuten wie Dustin, Rudi, Honey, bla 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 und so weiter halt aufnehmen kann. Und dass wir halt nicht mehr, oder dass ich halt hier nicht mehr diese Solo-Aufnahme sozusagen raushauen muss. Was machst du denn da? Weil ich muss schon so sagen, das hat mich bisher immer so ein bisschen... Naja, es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es wäre auch mal schön, wenn ich da mit irgendjemandem hier reden könnte. Ich meine, ich kann ja mit jedem reden, aber... So, aufnehmen, das ist halt momentan so das, was scheiße ist. Da finde ich das so... Irgendwie zusammenschneiden... Dazu fehlt mir irgendwie so die Zeit und so die Motivation, also... Wenn ich jetzt so, sagen wir mal, so eine Stunde aufgenommen habe, habe ich ja alles schon mal erzählt, aber es gucken ja nicht jeder hier jeden Part. Auf jeden Fall, wenn wir eine Stunde aufnehmen, da, wie vor uns gerade, hat es ja mal kurz geruckelt, ne? Das heißt, das Bild, das hat sich kurz aufgehangen und ist später nach einer halben Sekunde weitergelaufen oder so, ne? Kann sein, so grob geschätzt. Und das heißt... An der Stelle muss ich wieder die Stimme synchronisieren, damit nicht irgendwie hier meinetwegen Dustin mir schon was von Gott und der Welt erzählt, während ich hier noch bei, was weiß ich, für ein Thema bin, ne? Das ist halt alles nicht so Premium. Also, dass wir halt sozusagen nicht aneinander vorbeireden für euch. Aber das halt dann immer so zu schneiden, ich meine... Man kriegt es vielleicht synchron hin oder so, aber das ist halt auch relativ viel Arbeit. Vor allem, ich mache das ja bloß so mal nebenbei, ne? Also, ich spiele mal so ein bisschen, wie ich lustig bin. Und dann ist hier... Was macht denn? Hat Muku keinen gefunden? Nein, er ist wieder so on the way oder so. So. Das ist doch doof. Dem erstmal einen dicken Hattie gegeben. So, komm. Wir hatten doch gerade schon den Chat, ne? Und dann wäre ich halt einfach rausgekickt. Boah, ich glaube, wir hatten vor uns auch Glück, dass da hier nicht dieser Panzer uns dick genatzt hat. Komm, gib ihm, gib ihm. Was ist hier los? Irgendwie, seit dem Update, kann man viel leichter wieder ausweichen. Ich weiß noch, wo wir das mal vor 20 Ports und so probiert haben. Erstmal Radio anmachen. Und wo wir einfach mal nichts geschissen bekommen haben. Ich weiß das noch genau. Wir müssen jetzt erstmal der Polizei loswerden. Da bin ich halt auch dahin. Bin auch ganz normal ausgewichen. Hab's zumindest versucht. Und hab halt immer wieder grandios irgendwie verkackt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfacher geworden wieder. Was natürlich sehr schön ist. Aber so ein Chat ist einfach übel geil. Also, ich finde zwar mit so einem Buzzard kann man um einiges besser zielen. Und so, aber mit so einem Chat kannst du halt, bist du quasi unbesiegbar, weil du kannst sehr gut ausweichen. Ich meine, gut, wenn jetzt hinter dir einer kommt mit so einem Kollege. Wie lange willst du mich eigentlich noch verfolgen, hä? Muss man einen Abgang machen, wie wär's? Hä? Ja, na sie... Alter, so ein Spastiker. Ey, wir sehen uns nochmal, wir sehen uns halt nochmal. Warte mal, scheiße, das ist jetzt doof. Erstmal auf die Map gucken. Wo sind wir denn jetzt? Ja, läuft bei uns. Ach, scheiße. Nein, das war jetzt doof. Ich muss irgendwie in die Richtung, oder? Ey, das ist ja jetzt kacke. Warte mal, wir gehen jetzt einfach mal hier so. Hä? Wer ist er denn? Ey, diese Spaten, ne? Sag mal, seit wann verfolgen die denn so lange? Ist ja nicht... Ist ja quasi unschön.
Ach, wisst ihr was? Wir können ja jetzt mal unser Geld überweisen, weil wenn wir jetzt gleich sterben sollen, wäre das nicht so gut. Ey, hat er mich eiskalt noch genatzt. Phänomenal. Also muss man, auf Deutsch gesagt, den vorher natzen. So, wir können mal versuchen, in Richtung Flugplatz zu fliegen. Na, wo ist der ungefähr? Der ist hier hinten. Beim Auto ungefähr. Boah, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Rakete jetzt nicht gesehen. Ich habe nur, ich hatte schon so eine kleine Vorahnung, weil das schon so komisch da halt gelenkt hat. Sag mal, ey, du kriegst gleich hier Opfer ins Gesicht, ne? Du weißt das. Du kassierst richtig dick. So ein kleiner arroganter Pöbel da. Nicht in Ordnung. Ist er hier noch irgendwo, dieser kleine Püßer? Ich glaube, nein. So, da unten sind schon wieder die Heli. So, ich will einmal versuchen, jetzt so einen Chat nach Hause zu bringen. Ne? Also einfach mal so der Polizei los. Ach, scheiße, hier sind wir ja falsch. Der ist hier hinten erst. Der Polizei loswerden und so eine Kacke. Ja, wir gehen hier hin. Hallo, nee, dahin. Genau. Einmal will ich jetzt so einen Chat nach Hause bringen. Alle guten Dinge sind drei. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird es halt nichts mehr. Aber wir haben es zweimal geschafft, dort wegzukommen, ne? Also, dieser scheiß Chat, ich weiß nicht, wie wird man den am besten los? Dann. Boah, wenn der jetzt wiederkommen würde, dann. Alter, die Sau dort. Der wartet noch. Sag mal. Willst du mich schnatzen? Wie kann der so langsam fliegen? Was macht denn der? Der Pisser. Der verfolgt mich. Weg. Hey, das habe ich aber auch noch nicht erlebt, dass eine KI mich verfolgt. So, hier schon raus. Hä, was ist das denn? Seit wann verfolgt der Chat mich? Hä? Was willst denn du, hä? Was willst denn du? Ich glaube, so wird das nichts, oder? Ey, jetzt einen Raketenwerfer haben. Warum soll ich eine private Lobby machen? Warum? Ach so, Muku ist das. Vor allem. Hier, da, los, töte es, töte es. Hä? Was soll denn das jetzt? Oh, oh, das ist doof. Sag mal, wie wird man denn so eine kleine Fratze jetzt wieder los? Hä, was will er denn jetzt machen? Was? Boah, da kommt dieser kleine Sucker von hinten an. Glaube ich zumindest mal. Also der im Chat da. Sag mal, das ist doch nicht normal. Egal, die random Killer, die werden auch einfach gekillt. So einfach ist die Kiste. Komm, hier hinten ist ein geiler Mustang. Mein Schatz. Es kann aber doch nicht so schwer sein, so einen scheiß Chat zu bekommen. Man kann... Markieren wir erstmal hier hinten das Ding wieder. Hier, Kollege, wie wär's? Oh nein, er hat eine Polizei, oder? Oh, ma. Wow. Lol, da war ein Lamborghini gerade. Hä? Warte, ich will kurz was gucken. Seit wann... Wann fahren hier Lamborghinis rum? Hä? Ach, das ist seine, oder was? Na, viel Erfolg so. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ein verkacktes Mal. Nein! Boah, dieser Nonstop-FM da, ne? Nicht in Ordnung.
komm schon. Und ich hoffe mal, mich verfolgt jetzt nicht mehr dieser scheiß Chat da. Den muss ich jetzt, bevor ich überhaupt dann dort wegfliege, erstmal irgendwie eliminieren. Also, das kann ja nicht sein, dass der mich da die ganze Zeit verfolgt. Und nee, jetzt bitte nicht hier. Wenn er das jetzt auch wieder auch Bambule macht, dann wird das halt schon mal wieder gar nichts. So. Aha, aha. Lass mich nicht reinfahren oder so. Rückwärts fahren, kennst du? Kennst du? Na, schauen wir jetzt einfach den Chat hier. Oder das Flugobjekt. Das UFO, ne? Das kann man auch als UFO bezeichnen. Unbekanntes Flugobjekt, das weiß ja nicht jeder. Was will er denn jetzt? Komm, ein verkacktes Mal. Bitte. Bitte. Ah, denn so ein Jet, ne? Ich finde den gut. Habe ich ja schon mehrmals erzählt jetzt. Ne. Dort hinten, das ist doch ein Heli, oder? Ja, das ist ein Heli. Oder? Ich glaube, das ist ein Heli. Ich habe euch ja nur hier... Nee, jetzt habe ich völlig falsch angefangen. Ich hatte ja irgendwann mal vor ungefähr 150 Abonnenten angekündigt, ich werde mal so ein hier Special machen, was ja irgendwie bisher noch nichts geworden ist. Aber wie wär's denn, wenn ich euch so eine, oder zumindest den, die es interessiert, so eine kleine Anleitung gebe, wie man am besten LPs macht, also wie man vielleicht anfangen könnte, jetzt zum Testen und zum Rumprobieren und was ich momentan so für Programme, für, was weiß ich, für meine LPs halt alles so benutze und was man da am besten für Einstellungen benutzt, was weiß ich, was da nicht so alles gibt. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessieren würde. Weil, wenn ja, dann könnte ich ja mal so ein Video machen, weil demnächst sind ja wieder Ferien und bla bla bla. Da hätte ich mal ein bisschen Zeit und so. Es würde natürlich dann so ein etwas längeres Video werden, aber ich denke mal, falls ihr da Interesse dran habt, dann kann ich da gerne was einrichten. Ihr müsst mir das halt bloß so sagen, weil es bringt ja nicht, wenn ich da so ein Video mache. Und das freut euch zwar, aber das interessiert euch gar nicht. Das ist ja auch irgendwie scheiße. Ja, die Musik, die gefällt mir schon wieder zwar gut, aber nicht so viel Seppi. So, mal sehen, ob wir jetzt hier grandios sterben. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, come on. Skibeam. Komm, wie wär's? Du springst jetzt hier direkt raus, oder? Los, los, mach! Schön, ich seh. Klatscht da direkt auf. So. Beeilung, Beeilung. Los, go, go, Gadget. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nur, wo startet denn jetzt der Chat? Könnte ich den jetzt direkt von hier aus kaputt machen? Nee, ne? Das startet erst später. Schon mal auswählen. So. Wo ist der kleine Ficker? Wo ist der? Da hinten ist er. Komm, entweder wir fliegen jetzt ganz schnell. Ne, wisst ihr, den kralle ich mir jetzt. Der. Scheiße! Erstmal ausgewischen. Komm, gib Gas. Okay, jetzt komm. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, wo ist er? Weil ich weiß doch genau, wenn. Komm! Er muss doch irgendwie mal treffen hier. So. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Anlauf. Da hinten ist er. Erstmal so ein bisschen verwirren. Was ist denn der jetzt? Erstmal so einen kleinen Überblick schaffen. Ich sehe ihn gerade nicht. Doch, da hinten ist er. So, kann ich den jetzt irgendwie treffen?
Ich hatte noch gerade. Ne, wir müssen so rum. Komm, gib ihm. Wo ist er? Sag mal, wie schafft denn der das immer hinter mich? Was ist denn das für eine Wurst? Ja. Wir drehen uns erstmal eine Runde. Wo ist denn der? Mano! Hey, komm schon! Da hinten. Sag mal, komm, den musst du doch irgendwie mal kriegen. So. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Was? Ah, die Sau! Wie geht denn das? Also, der hat echt Kontrolle über das Ding. Ah, ne, ich geb's jetzt auf. Boah, wie oft ich jetzt gestorben bin. Und jetzt spawn ich auch noch hier in der Pampa, mitten im Nichts. Es kann doch nicht sein. Dieser kleine Wursthorst von Peter Lümmels Arsch, ey. Es kann doch nicht sein. Hä? Ja. Warum? Ma. Komm jetzt hier mal ein bisschen Beeilung. Ah, Ausdauer haben wir jetzt voll gelevelt. Ja, toll. Das ist ja jetzt eine Rotze. Hab ich mir so gedacht. Ja, hier so dies, das. Mach's mal den da. Und verkackst mich. Ja, Pustekuchen. Grandios verkackt. Scheiße, ich muss auf die Seite da. Ma, was ist das denn? Vielleicht sollte ich auch einfach mal fliehen und nicht immer versuchen, den da irgendwie kaputt zu machen. Ja, das Fahrzeug kann ich mir sowieso nicht holen. Weil da irgendwo einer wieder wartet und mir das abknöpft. Wegen ein paar tausend Dollar. Komm. Komm, schneller. Du kannst das doch. Ich will nämlich erstmal hier so auf die, in die Richtung wieder, damit wir hier erstmal unser Auto holen können. Oder? Ne, da kommt er schon wieder mit dem Auto. Hä? Wo, das Auto kostet doch irgendwie 900 oder so, oder? Also 900.000. Ja, ja, wo die ja ganzes Geld haben. Hm. Ah, woher weiß ich das denn? So, warte mal. Wie wär's denn, wenn du hier jetzt so drüber springst? Können wir den mal kurz nachschreiben? In die Basis, bitte. Achso, wobei, ne, brauchen wir nicht machen, weil bitte wird der irgendwie hier, glaube ich, im PSN halt gelöscht, beziehungsweise halt unkenntlich gemacht, genauso wie nicht. Hatten wir ja alles schon mal. Ah, ich komme ja da weg, ne? Aber ich glaube, den Chat, den wird man gar nicht anders los, oder? Der einen da verfolgt. Nur, wie konnte denn der mich mit seinen scheiß Raketen da treffen? Das ging gar nicht. Weil meine Raketen brauchen ewig, bis sie den mal hier überholt haben. Oder bis sie mal an dem Rand sind. Dann dreht er sich immer und die sind weg. Weißt du, das ist voll unfair. Kollege, ich glaube, das wird so nix. Auch wenn du ein schönes Auto hast, aber es wird nix. Natürlich wird es was. Ich meine, ich hab's ja fast gesagt, ne? Fast. Last try. Zum hunderttausendsten Mal. Vielleicht sollten wir auch versuchen, dass es dann erstmal hier irgendwie. Nee. Wobei, einfach nur so stehen lassen ist ja auch sinnlos. Komm, schneller. Kollege, gib ihm. Setz mich hier irgendwo ab. Nein, jetzt spawnt hier kein Chat, oder was? Ne. Was ist er jetzt doof? Joa, Premium ist was anderes, würde ich mal so behaupten, ne? Wo gehen wir da jetzt hin? Ach, hier vorne gibt es, glaube ich, noch irgendwie so ein Chatraum, oder?
Hier ist aber auch keiner. Hä, sag mal, haben die jetzt alle hier explodiert oder was? Was ist da los? Ah, da ist einer. Okay. Dankeschön, Kollege. Ach du Scheiße, es wird doch nichts hier bei mir.